Guten Morgen zusammen. Ich bin vorhin erst aufgewacht und wir haben den ersten Morgen, nachdem die neue Diablo 4 Season gestartet hat, Season 4, und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie sie denn ist, weil das habe ich schon mal gemacht, ich glaube für Season 2. Und ja, Diablo 4 ist seit dem Release eine ganz schöne Achterbahn gewesen. Es ging die ganze Zeit hoch, runter. Für viele Spieler würden sagen, es ging meistens eher runter. Aber ich denke mal, wir können generell sagen, dass mit Season 4 das Spiel definitiv für viele Leute bergauf geht. Und ich möchte kurz ein paar Dinge ansprechen, warum ich das denke und was so die Neuerungen, ein bisschen darüber reden, was die Neuerungen sind. Das soll jetzt kein Video sein, worüber ich jetzt, in welchem ich jetzt rede, was jetzt alles neu ist, was man zu beachten hat. Das wird hier kein Guide oder sonst irgendetwas. Es soll einfach nur Freestyle-mäßig meine Erfahrung sein, weil, wie man mal merkt, ich habe gerade kein Skript oder sonst was in der Hand. Ich mache das einfach jetzt to go. Ich habe auf den Record-Knopf gedrückt und let's fucking go. So, ja, reden wir ein bisschen über die Seasonal Mechanic, ne? Grundsätzlich haben die Seasons immer verschiedene Mechaniken gehabt, viele Neuerungen oder einzelne Neuerungen, die sich dann auf die Spielweise auswirken konnten. In der letzten Season, also Season 3, war es dann zum Beispiel diese allen Dungeons und dann dein Begleiter. Und in Season 4 dreht sich alles primär um dein Loot. Ich glaube, die Season hatte auch irgendwie einen Beititel, irgendwie Loot Reborn, irgendwie so etwas. Und dementsprechend werden wir jetzt ein bisschen über Loot sprechen, ne? Kurzum, schon mal vorab gesagt, ich finde, die Season ist super geil. Bislang zumindest für mich. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt den 15.05. 8:50 Uhr. Die Season kam gestern 19 Uhr raus. Ich bin Level 59. Ich habe Akt 4 schon freigespielt. Also ich könnte so jetzt in Akt 4 hüpfen und es ist auch für mich machbar zu spielen. Ich glaube nur, es macht momentan für mich keinen Sinn, groß Akt 4 zu spielen, weil ich weder große Benefits momentan vom Gear bekomme, vom XP her bekomme, weil ich glaube, es ist ja immer noch ein Lock drin, dass du ein XP-Benefit bekommst bei Mobs bis zu 10 Level über dir. Und die ganzen Gear-Dinger kann ich auch nicht tragen. Und ich gehe da nicht so hart rein und sage, ich sammle jetzt schon Loot und rüste es dann aus, wenn ich das Level dafür habe. Ne? Weil momentan sind dann noch die Level-Restriktionen, die verhindern, dass ich dann halt das Loot tragen kann. Aber es ist meiner Meinung nach auch nicht so wirklich nötig, dass du schnell gutes Loot baust. Aber dazu später mehr. Ansonsten noch weiterer kleiner Zusatz, ich spiele ohne Guides oder sonst irgendwie etwas. Ja, ich schaue mir ein paar Streamer, YouTuber so nebenbei an, aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie hingehe und mir einen speziellen Guide anschaue, wie man zu spielen hat, was für ein Bild man zu spielen hat oder sonst irgendetwas. Jetzt zum Beispiel, Glyphen wollen wir wahrscheinlich gar nicht darüber reden. Und auch Skillbaum-technisch habe ich da jetzt nichts Großartiges. Ne? Ich habe hier meinen Sprungschlag, weil ich den eigentlich ganz mag. Wirbelwind. Ich spiele aber auch eine Kombination mit Blutspieß, weil ich habe am Anfang, sehr früh sogar, mit Level 15 oder 20 zwei Uniques bekommen, die sich komplett um Blutspieß drehten oder Blutungsschaden drehten. Einmal hier, Zorn von Harrogath, da habe ich jetzt eine neuere Variante mittlerweile dazu, was ich sehr geil finde. Und hier die purpurnen Felder oder wie das Zweihandschwert dazu heißt, ne? Zumindest auf Deutsch. Oh, also nichts Spezielles. Aber ja, fangen wir dann mit den tatsächlichen Zeug an. Also wir haben hier unsere Season-NPCs und wieder gibt es eine kleine Questreihe. Wenn ich mich recht erinnere, ist die Questreihe die, hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber wahrscheinlich die unbedeutendste. Es geht hier um die Eisenwölfe. Ich habe die Story jetzt nicht wirklich mitverfolgt, weil ehrlich gesagt hat es gerade nicht so interessiert. Aber scheinbar auch
eh die schwächste Story gewesen. Oder es war halt kein Fokus auf Story oder sonst irgendetwas. Interessanter ist halt hier wieder die Belohnungen. Ich glaube, die Belohnungen. Gibt es die schon seit länger oder erst seit letzter Season? Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier diese Belohnung mit verschiedenen Ausrüstungsdingen, Unique-Gegenständen. Und ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an, weil bei den Seasons davor oder in den Seasons, wo wir davor auch so ein Belohnungssystem hatten über die Season, fand ich immer oder fand ich öfters, dass die Gegenstände, die da kommen, so Nothing Burger, okay, Salvage und weiter geht's. Aber hier habe ich tatsächlich immer wieder Sachen benutzt, die halt rauskamen, ne? War eigentlich ganz cool. Und dementsprechend gucken wir auch jetzt gleich uns das hier an. Aber da müssen wir kurz Inventar frei machen. Und dann sprechen wir auch schon mal ein weiteres System an, weil nicht nur die Itemization ist verändert worden, sondern generell, es gibt so ein bisschen Crafting jetzt, was eigentlich ganz cool ist für Diablo. Mir gefällt es zumindest sehr gut. Und einer der Neuerungen hierbei ist, dass es sogenannte Härtegrade gibt, beziehungsweise Härteschmied, Rettungsrezepte, die verschiedene Boni geben. Wir können quasi feste Affixe oder Affix-Kategorien, sagen wir es mal so, ich glaube, das würde besser passen, auf unsere Waffen bzw. generell Ausrüstung schmieden. Und was wir da so machen können, gehen wir später nochmal mehr im Detail rein, kommt halt über diese, ich nenne es mal vorsichtig Rezepte, Anleitungen, also wäre Rezepte ja gar nicht so falsch. Hier gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen und es gibt halt immer diese Kategorien, wie zum Beispiel hier haben wir was mit Widerständen und hier Ressourcen erzeugen und CD Reduction. Und wir sehen nicht nur, was drin ist, beziehungsweise welche Kategorie wir damit. Also doch, genau, das ist es eigentlich, ne? Welche Kategorie das ist. Einmal, dass wir hier das hier mit den Widerständen haben und dass es sich hier um ein Rezept der Defensivkategorie handelt, ne? Man kann wahrscheinlich beides als Kategorie bezeichnen. Und ja, die droppen immer wieder, wenn ihr da schon was Besseres kennt oder das Gleiche, dann kommt hier ein Pop-up mit, so ihr kennt schon Mächtigeres. Aber grundsätzlich ist es jetzt die Form, wie ihr da neue Rezepte bekommt und diese dann beim Schmied anwenden könnt. Das zeigen wir auch gleich nochmal, ne? Wir haben jetzt Inventarplatz und dann, oh Gott, jetzt, das wird nicht reichen, ne? Und wie wir es jetzt schon seit einer Weile kennen. Da kommt einiges. Wir haben sogar zwei Uniques jetzt dabei bekommen und die werden wir uns auch mal anschauen. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Uniques. Ich habe nie auf Uniques wirklich so krass geachtet. Auch so bei Uber-Uniques. Ich wüsste jetzt nicht, woran ich die erkennen könnte. Ich weiß, ich kenne eins vom Namen hier: Grandfather, Großvater. Ich weiß nicht, ob der auch Großvater auch auf dem Deutschen dann heißt. Deswegen, es kann eventuell sein, dass ich jetzt nicht so excited bin, wenn ich ein cooles Unique bekommen habe. Aber ja, wir sehen halt in Akt 3, wir haben jetzt aus einer Truhe zwei Uniques bekommen. Und wir haben ja auch gesehen, dass es hier, ich sag mal, eine Unique-Belohnung gewesen. Also es ist nicht nur, dass wir da irgendwie einfach nur eine Chance haben für ein Unique, sondern wir haben da halt auch jetzt wirklich etwas bekommen und auch mit aufführen. Oh. Ich denke, das wird noch nicht mal so kacke sein. Aber ja, ne, wir haben da halt coole Sachen jetzt rausbekommen oder können auch coole Sachen bekommen. Ich meine, ich weiß nicht, gab es eine Chance, dass sie auch Uber-Uniques droppen können bei sowas? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ne? Aber einerlei, gehen wir zu einer Stadt und da sehen wir auch direkt eine Neuerung. Wir gehen zu Kyovashad. Bei den anderen Städten gibt es diese Neuerung auch, aber Kyovashad ist so meine Lieblingsstadt in Diablo 4. Wird wahrscheinlich bei vielen so sein, weil es wahrscheinlich die Stadt ist mit die meiste Liebe, weil es die erste Stadt ist. Ja, und Neuerung, die wir direkt sehen, ist, wir haben alles ein bisschen zusammengepackter bekommen. Ja. Die haben hier den Schmied wie davor. Jetzt direkt daneben ist der Juwe. Hier direkt auf der anderen Seite der Straßenseite haben wir den Okkultisten und dann weiterhin den Trankmischer.
Und es ist halt so alles kompakt. Davor, wenn wir in Kyobashad wären, müssten wir hier als Schmied und Kräuterkundler oder beziehungsweise Alchemisten. Das wäre hier weiterhin so gewesen. Aber hier wäre dann auf der anderen Seite der Stadt wäre der Alchemist, der Okkultist, ne, da müssten, der Alchemist, der Juwelier und der Okkultist. Und dann müssen wir den ganzen hin und her. Und es war in anderen Städten ein bisschen ähnlich, dass man dann doch eine kleine Reise jedes Mal in der Stadt führen musste, wenn man halt irgendwie was mit Items, Ausrüstung generell machen wollte. Ne? Hier haben wir den Juwelier. Beim Juwelier hat sich nicht wirklich viel geändert. Ne? Wir können hier weiterhin durch die ganzen Splitter, die, glaube ich, mit Season 3 gekommen sind, unsere Juwe-Sachen machen. Wir können können die Edelsteine wieder klein machen, zu Splittern machen. Wir können dann Sockel und wieder Sockel hinzufügen. Ne? Ich glaube, ich bewahre die mal auf. Ja, und ansonsten, wir haben den Schmied und wir sehen jetzt mehrere Änderungen. Wir können hier wieder Fieder verwerten. Meine, das war davor nicht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf alle Gegenstände drücken, werden diesmal auch alle Gegenstände wirklich wiederverwertet. Oder da im Zweifel vorsichtig. Ich glaube, hier bei Relikten und bei Unix ist es davor nicht der Fall gewesen. Und zumindest jetzt unsere orangenen Gegenstände werden auch mit wiederverwertet, wenn wir auch da drauf drücken. Da müssen wir es nicht davor als Ramsch markieren. Da wollen wir auch noch ein bisschen warten, weil wir haben tatsächlich Gear, was wir verwenden wollen. Ne? Und ansonsten hier Gegenstände reparieren, kennen wir auch. Und jetzt sind wir beim Härtegrad. Ja, da schauen wir doch erstmal, was für ein Gear wollen wir denn haben? Wir haben auf jeden Fall was Neues gehabt. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir müssen tatsächlich, weil das haben wir jetzt auch neu gemacht bekommen. Die Itemization habe ich ja schon angesprochen. Die ganzen Affixe auf den Items, die sind zusammengefasster, um es grob kurz und knackig anzusprechen. Es gibt also nicht mehr so tausende Affixe mit verschiedenen Konditionen, die für uns relevant sind. Das ist meistens so, hier Stärke, maximales Leben und hier mach mehr Schaden. Es gibt es jetzt nicht mehr, wenn es verlangsamt ist, wenn es betäubt ist, wenn es benommen ist. Es gibt ja auch den Meme bei den Entwicklern, ne? Damage on Tuesday, dass es halt so viele verschiedene Konditionen gibt, wann man Damage macht und wann nicht. Dass das halt ein Joke geworden ist. Und ja, schauen wir mal. Irgendetwas werden wir doch bestimmt haben, was interessant ist. Ansonsten ist es eigentlich gar nicht so relevant. Ich sollte eventuell WhatsApp muten. Ich bin jetzt in der anderen Aufnahmenszene, wo die Sounds kommt, also keine Sorge, es war nicht bei euch. Ja, aber komm, wir brauchen ja jetzt nichts demonstrativ Wichtiges. Weil so wichtig ist es im Endeffekt auch nicht. Wir haben jetzt uns entschieden, die Schuhen zu nehmen. Dann können wir jetzt zum Beispiel entweder, wir können uns nach dem Effekt orientieren, wenn wir zum Beispiel offensiv gehen, dann können wir uns hier was nehmen und dann sehen wir halt, was da in Frage kommen würde, mit Rechtsklick, auf PC zumindest, ne, offensichtlich, wenn wir das wieder auswählen, keine Ahnung, was dann ist auf der Konsole wäre. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, cool, ich habe jetzt neue Schuhe, wir nehmen das jetzt rein und dann haben wir hier unsere vielseitigen Mobilitätsaffixe, die dann auf Schuhe kommt. Also das sind immer noch die gleichen Affixfamilien, die auf den gleichen Item-Slots kommen können, wie zum Beispiel jetzt bei Schuhe halt Mobilitäts-Slots. Ich glaube, das ist ja genau hier nur Uhr und Amulett. Diese Anzeige generell, die sehen wir jetzt auch öfters. Wir sehen generell unfassbar viele Qualitätsänderungen, also Quality of Life Changes, was echt cool ist. Und jetzt können wir uns aussuchen, so, welche Familie wir hier haben können. Wir haben hier zum Beispiel was, wo bewegen, also wir haben in beiden Bewegungsgeschwindigkeit, wo eins halt davon kommen kann. Also es ist halt immer noch eine Chance. Und hier haben wir zum Beispiel für Ablenkungszeitreduktion, für Entrinnen oder generell für Skills, die Mobilität macht. Das ist, glaube ich, beim Mage mit Teleport und so ganz cool. Ich weiß nicht, ob Sprung bei Barbar dazu aufziehen würde, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, so, ja, hier, pff,
Bewegungsgeschwindigkeit und wenn und Bewegungsgeschwindigkeitsplus beim Töten von Elite-Gegnern. Das hätte ich jetzt gerne. Und dann drücken wir auf Härten. Und dann kommt hier diese schöne kleine Animation. Die können wir auch, aber auch jedes Mal skippen. Und dann sehen wir halt, aha, wir haben jetzt Abknick-Zeit-Reduktion für Sprung. Also es gibt wieder diese Verbesserungen für bestimmte für gezielte Skills, wie in dem Fall Sprung, aber auch für Skill-Familien, zum Beispiel beim Barbar wäre das jetzt Raufbold-Fertigkeiten, wo dann halt die verschiedenen Skills um halt dieser Skill-Familie halt besteht. Ja, aber zum Beispiel jetzt hier, so, ich benutze keinen Sprung, also was will ich damit? Weg damit, Skip. Also Sprung, Schlag, okay, cool, nutzen wir, aber ist jetzt nicht so toll für mich. Okay, schon wieder Reichweite, ich sehe schon, ich werde jetzt hier bei echt Anlag gesehen. Normalerweise habe ich Glück bei sowas. Ja, okay, und dann bleiben wir jetzt bei Sprungschlag. Wir können bis zu viermal das hier machen. Jetzt bleiben wir hier leider mit Sprungschlag, aber generell gibt es oft so Momente. Oder zumindest war das gestern für mich so, dass ich eigentlich mal das bekommen habe, was ich wollte. Innerhalb dieser viermal Härten. Wie zum Beispiel. Oh, hier habe ich das gar nicht. Da können wir eigentlich nochmal gamble, aber meine ich genau hier. Ich möchte hier meine Hiebwaffen, mehr Damage mit Hiebwaffen machen. Hab das hier versucht zu schmieden und hab das hier auch bekommen. Hier können wir das jetzt auch nochmal zum Beispiel machen. Wir sehen hier also unterschiedliche Kategorien, wo wir irgendwie Verbesserungen bekommen können. Ihr startet am Anfang mit eins oder gar nichts. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob du von der Quest direkt ein Rezept bekommst. Aber es wird im Verlauf des Spiels, desto mehr ihr spielt, immer mehr. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob man die sich teilt mit anderen Klassen. Das weiß ich gerade nicht, weil ich habe mir noch keinen Twink erstellt. Aber ja, das ist jetzt so die Funktionalität mit dem Härten. Es gibt dann natürlich auch noch die Sache mit. Oh, ich sehe schon, ich bin jetzt für die Aufnahme mega Anlag. Ah, nee, hier. Hiebwaffe. Perfekt. Haben das, was wir wollten. Es gibt natürlich noch Gegenstände, die droppen ab Akt 4, soweit ich weiß. Zumindest habe ich in Akt 3 davon noch nichts gesehen. Da gibt es quasi nochmal einen zweiten Affix, den wir bespielen können. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir das auch über Härtungen machen können oder ob das dann hier diese Vollendung ist. Ich glaube, im Englischen heißt das irgendwie Mastercrafting. Da kommt auf jeden Fall noch mal etwas, aber damit konnte ich mich jetzt noch nicht befassen. Ich hätte es wahrscheinlich schon zeigen können, wenn ich gestern nicht eingeschlafen wäre, kurz vor der Season. Aber ja, so, das ist jetzt die eine Sache mit dem Härten gewesen. Jetzt haben wir den Okkultisten, wir kennen das weiterhin. Das sieht zwar jetzt vom Interface ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich ist es dasselbe gewesen. Wir können jetzt entweder hier sagen, so, ich habe hier einen Affix, beziehungsweise ein Legendary. Genau, das war der Begriff, den ich suchen wollte. Und ich kann mich danach orientieren. Änderung hierzu ist auch noch, wir haben jetzt wenn wir ein Legendary Item recyceln, dann bekommen wir quasi eine Level-Variante davon, die sich dann auch mit der Zeit immer verbessert. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Items in unserem Inventar oder in meinem Fall in der Bank, was dann irgendwie drei Reiter voll gemacht hat. Sondern wir haben so, wir machen einmal Salvage und dann kommt das alles. Wir können das jetzt auch einmal zeigen. So scheiß drauf, wenn ich ein gutes Item jetzt drauf habe. Ja, alle Gegenstände. Wir sehen hier schon an den Symbolen, dass wir da irgendwie was von den Relikten bekommen. Und dann bam, 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 bam. Freigeschaltet, aufgewertet. Also wir kriegen da immer weiter. Wir müssen also nicht mehr hoffen, dass wir halt da mal einen cooles Legendary bekommen und dass wir es dann immer wieder bekommen, sondern wir bekommen es einmal und dann haben wir es einmal und dann können wir es auch immer wieder machen. Beispielsweise, was beim Barbar vielleicht ganz interessant war, zumindest für mich immer, weil ich immer Wirbelwind-Barbar gespielt habe, ist halt so, da gab es ein Affix. Hier nämlich hier Packen des Wirbelwinds. Das konntest du nicht von einem Dungeon bekommen, sondern das musste einmal droppen. Aber jetzt habe ich das einmal bekommen und ich kann das. Das hat auch nur ein Level, macht auch bei dem Legendary auch nur Sinn. Und ich kann es jetzt immer wieder craften.
wie ich es halt möchte. Und wir haben jetzt auch schon mehrere Neuerungen gesehen. Und ich denke mal, am besten sehen wir es bei mir bei den Offensivdingern. Die Symbole. Also klar, wir sehen zum einen, dass wir hier für einen Barbar haben. Wir können hier unsere Filter verwenden. Wir können die Suchfunktion verwenden. Das ist auch alles mit der letzten Season reingekommen. Aber was ganz cool ist, und ich habe mir das wirklich gewünscht. Ich habe mir das wirklich, wirklich sehr gewünscht. Und wir haben es jetzt tatsächlich bekommen. Ich wusste das tatsächlich gar nicht, dass wir das bekommen. Aber dieses Symbol auf einem anderen ausgerüsteten Gegenstand angewandt. Weil ich habe immer vergessen, welches Legendary ich bereits hatte. Vor allem bei den Schutz-Legendaries habe ich da immer die Übersicht verloren, bin dann immer durch und so, bist du das, bist du das, bist du hier? Ja, und dann musste ich dann so gucken, ja, scheiße, das ist ausgerottet, das passiert mir immer noch. So, welchen Effekt habe ich denn bereits, ne? Dann habe ich immer Ewigkeiten gesucht. Aber ja, das ist das, wie wir Legendaries momentan machen. Hier zum Beispiel nach dem Wirken von Basis, das ist so, nee, wir sind neue Schuhe, ne, aber Legendary-Effekt ist kacke. Was will ich denn stattdessen? Wenn der blutenden oder verwundbaren. So, ja, hier, wir machen viel mit Blutschungsschaden, mit verwundbaren Dingen und so ab und zu mal betäuben. Das wäre doch cool. Und wo ist mein OBS gefunden? Wir haben es noch nicht. Also hier. Let's fucking go. Und das war's dann für uns. Ansonsten haben wir wieder weiterhin Siegel herstellen. Können wir direkt machen, brauche ich gleich. Verwerten, verzaubern. Wir können, verzaubern funktioniert wie sonst auch immer. Ne? Wir haben hier unsere Affixe. Wir brauchen jetzt nicht mehr so viel nervend viele Ressourcen, aber dazu gehe ich auch gleich nochmal ein. Warum das der Fall ist, weil es auch wieder ein Quality of Life Change, was ich eigentlich ganz cool finde. Da können wir hier verzaubern. Und cool. Bewegungsgeschwindigkeit nehme ich. Die Sache, die einem oder mir zumindest diesmal relativ schnell klar wurde, und das sieht man eventuell bei mir am Gold, in der Season davor war, du hast irgendwie 10 Minuten gespielt und warst bei Millionen von Gold. Jetzt bin ich bei Level 59, Akt 4 freigeschaltet und ich bin bei noch nicht mal 3 Millionen. Das ist einfach, weil durch das Härten und wegen dem Respecken und alles drum und dran, da fließt so viel fucking Gold momentan rein. Das ist unglaublich und ich denke, das ist tatsächlich was Gutes, weil meines Wissens nach gibt es auch einige, ich habe mich jetzt damit nicht sehr gut befasst, mit Befassten. Ist, dass Trading sehr relevant geworden ist oder relevanter, sagen wir es mal so. Und dass dementsprechend Gold auch relevanter ist. Und wie wir sehen, wir werden das Gold definitiv brauchen. Ich kann jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal Level 100 bin, deutlich mehr Gold nutzen und in Shit reinstecken. Das ist unglaublich. Hier, natürlich. Ja, Ressourcen. Das ist, glaube ich, auch noch eine Neuerung, die ich euch zeigen könnte. Nämlich hier, der Alchemist. Manch einer, vor allem ab Akt 3 wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie Nightmare Dungeons gespammt hat, wird das irgendwann so semi-mäßig ein Problem sein. Zumindest für mich war das jetzt, wenn man irgendwie bestimmte Kräuter nicht mehr hatte, um halt die Heiltränke aufzuwerten. Das ist kein Problem mehr. Weil du brauchst nichts mehr. Die haben quasi die ganzen Kräuter zusammengefasst oder die meisten davon in Kräuterbündel. Das heißt, du musst ja auch da nichts hin und her refine oder sonst irgendwie etwas, weil du da irgendwie noch irgendetwas brauchst. Denn du hast hier deine Kräuterbündel, die kriegst du die ganze Zeit hinterhergeworfen. Bam, hast die Ressourcen. Wir brauchen für die späteren hier so ein bisschen mehr, aber wir sehen, ich hätte jetzt für alles die Ressourcen. Ja, das wäre also nicht das Problem für die Tränke. Ne? Ansonsten, ja, es gibt jetzt Seasonal Getränke, also mit neuen Effekten. Beispielsweise das hier ist eigentlich ganz cool, immer wenn wir einen Gegner töten. Das kennen wir von den Schreinen, da gibt es ja diesen Bolzeneffekt, dass wir bei Basisangriffe und Burner
Skills, verschiedene Angriffseffekte noch haben, diese heilige Blitze, die dann die ganze Zeit hin und her geschossen sind. Das können wir quasi jetzt als Trank mit haben, das ist ganz cool. Und ansonsten halt die ganzen Tränke, ne? Es ist deutlich vereinfacht worden, wie wir das machen können. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel die niedrigsten Tränke anschauen, sei es halt für den Erfahrungsgewinn, kann mir da jetzt über 100 Stück machen. Easy going. Und ich denke mal, wenn ich mir anschaue, dass es nachher mit Rubinfragmente, beziehungsweise mit Edelsteinfragmente geht, da werden wir auch bei späteren halt keine Probleme haben. Ne? Hier auch bei den ganzen Elixieren absolut kein Problem. Das hier kennen wir ja natürlich auch, ne, mit dem Umwandeln von Boss-Items. Und Räucher. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht einmal ein Räucherwerk benutzt, seit das Spiel released worden ist. So, ja, das sind die Ressourcen, das sind die Händler, die Städte sind kompakter geworden. Allen Skills, ja, es gibt verschiedene Balancing-Systeme, die vorgenommen worden sind bei den verschiedenen Klassen. Da bin ich jetzt auch nicht so im Bilde. Deswegen, wenn ihr da mehr Interesse habt, da gibt es wahrscheinlich deutlich mehr YouTuber und Streamer, die das genauer angehen. Deswegen will ich noch über zwei Themen sprechen und die fließen so ein bisschen zusammen. Einmal Helltides. Falls ihr Season 2 gespielt habt, dann kennt ihr wahrscheinlich die Blood Tides. Die waren die Helltides nur in grün. Und deutlich spaßiger, weil waren gibt es deutlich mehr Mobs, ihr habt Mobs getötet und habt Ressourcen bekommen, dann konntet ihr ich sag mal, Gebietsboss beschwören und die Spieler konnten das zusammen machen. Das gibt es jetzt zusammengefasst in Helltides auch, also Helltides sind quasi jetzt Bloodtides. Es gibt eine deutlich stärkere Mob-Density, ich habe zwar dazu schon Aufnahmen gemacht, aber wir können jetzt auch einfach mal live da reinspringen und uns das anschauen. Es gibt eine deutlich größere Mobdichte. Meiner Meinung nach könnte die noch ein bisschen dichter sein. Aber ich will mal nicht so sein, ne? Wir haben hier unsere Höllenflut-Sache, die wir auch jetzt über die Held. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es davor auch schon war, aber wir halten unsere Höllenflut-Punkte über die Heldheit zusammen und das ist unsere, ich sag mal, Boss-Beschwörungsressource, die wir dann. Sind wir noch nicht richtig drin oder warum wird mir nichts angezeigt? Glaube ich einfach noch nicht richtig drin. Hallo. Okay, normalerweise sehen wir natürlich unsere Truhen. Unsere Helltide-Truhen, wo wir unsere Höllenflutpunkte. Ah, jetzt. Benutzen können, ne? Also. Das sehen wir jetzt alles und das ist halt das Symbol für das Ritual. Da brauchst du drei von diesen Köpfen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie man die bekommt, weil, ehrlich gesagt, du bist hier in der Helltide, du klopfst alles nieder, was du siehst, und bekommst halt diese Köpfe hinterhergeworfen. Und wie gesagt, du musst die noch nicht mal alleine setzen. Hier sehen wir das gerade an einem Beispiel. Ihr setzt die und dann startet hier dieses Event. Wir kloppen erstmal ein paar Monster. Oh, ich sehe gerade, das Sound ist ein bisschen laut, da müssen wir mal live ein bisschen regeln. Und ja, wir kloppen halt hier die Monster, bis halt der Boss kommt. Und dann haben wir halt unsere Loot-Pinata. Helltides aus meiner Sicht und auch, ich glaube, das ist der Konsens von den verschiedenen Spielern auch, ist momentan das Bloodtides, Helltides die beste Möglichkeit ist, um zu leveln, weil du halt durchgehend Mobs hast zu töten. Und dann die Bosse, und dann hast du deine Truhen, du bekommst Bossmateriale ohne Ende. Ja, hier, ne? Es kommt halt durchgehend irgendetwas. Und ja, das sind die Helltides für sich. Dann gibt es nochmal diese Neuerung. Viele nennen es die GTA-Neuerung. Ist, desto mehr ihr tötet, desto mehr füllt sich diese Leiste auf. Und dann kommt immer so wieder so ein Wurm, der dann ganz viele Monster ausspuckt. Ah, der Boss ist da. Also können wir auch nebenbei so ein bisschen kloppen. Der hat auch ein paar, ich nenne es mal vorsichtig, Raid-Mechaniken. Da muss man eventuell am Anfang
ein bisschen aufpasst und vielleicht auch ein bisschen, wenn man in einem neuen Akt ist, weil die Sachen dann doch ein bisschen Damage machen und andere Spieler dich aktiv töten können, mit diesen zum Beispiel Kreisen, die sie dann hinterher setzen, und weil kein Spieler natürlich aufhören möchte, Damage zu machen, stacken die aufeinander und das tötet einen dann doch relativ schnell, es sei denn, ihr habt halt schon das Gear, um dann zu sagen, so nope. Und wenn ihr mal stirbt, macht es nicht so wie die Leute und wartet, bis, bis ihr wiederbelebt werdet. Meiner Meinung nach bringt das nichts, weil jemand wird euch den Gefallen erwidern. Das ist die eine Sache. Zum anderen, bis auf einmal bin ich, glaube ich, immer wirklich direkt daneben wieder gespawnt. Also es macht halt zeittechnisch noch nicht mal Sinn, abzuwarten, dass man wiederbelebt wird. Aber ja. GTR-Mechanik, um das auch nochmal zu Ende zu erklären, das kommt dann immer so ein bisschen so ein Wurm. Mich erinnern die sehr, sehr stark an Diablo 3, Akt 3. Das war, glaube ich, einfach nur was Schönes von der Map. Da gab es immer wieder so Stellen, da kam so ein Wurm an der Mauer hoch und hat halt den ganzen Monster ausgespuckt. Für mich ist eigentlich genau das Gleiche. Ist eigentlich eine coole Sache, weil da halt ganz viele Elite rauskommen, Loot, XP, Ressourcen, alles drum und dran bekommen. Und sich generell das halt sich wie eine riesige. Es ist halt durchgehende Loot-Pinate. Du bist immer irgendwie was am Hauen, du bist immer irgendwo was am Droppen, du kriegst immer irgendwelche Ressourcen hinterhergeworfen. Es fühlt sich halt echt gut an. Ne? Ihr müsst ja auch nicht mehr irgendwie krankhaft diese komischen Blumen, die ihr nachher für Aufwertungen braucht, da hinterherrennen, sondern ihr könnt einfach töten. Ihr bekommt alles, was ihr braucht, indem ihr einfach tötet. Einfach töten, ne? Und wir brauchen jetzt auch keine Third-Party-Karten, um zu gucken, wo hier zum Beispiel die besonderen Truhen sind, die Mystery-Boxes und alles drum und dran. Das sehen wir auch jetzt von Anfang an. Wir sehen es hier nicht in der oberen Hälfte, aber wenn wir zum Beispiel jetzt in dem Gebiet wären, dann würden wir halt die ganzen Truhen und Zonen halt zu der Karte da oben sehen. Das wird halt scheinbar einfach separat die ganze Zeit geladen. Und man hat es jetzt eventuell nicht gut gesehen, weil wir wegen der Gruppe hochgescaled sind. Aber grundsätzlich gilt, wir machen so viel mehr Schaden, egal was wir machen. Ich habe auch schon ein paar Hardcore-Spieler sagen, hören so, dass es selbst in der Hardcore so semi-relevant ist für die meiste Zeit, so was du spielst, was du anhast. Wenn es irgendwie mehr Gegenstandsstufe hat, dann wird es schon besser gewesen sein, dass das schon reicht. Es wurde also deutlich vereinfacht und man fühlt sich einfach super stark an. Ne? Also ich habe tatsächlich in der Season so ein bisschen vorsichtig gespielt. Ich bin mit Level 44, 45 bin ich in den, ich hab vergessen, wie die Dungeons heißen. Ne? Die Dungeons, um in den nächsten Akt zu gehen. Da bin ich vorsichtig reingegangen mit 44, 45. Ich glaube, empfohlen, das Level ist Level 50. Aber für Akt 4, ich habe schon gesagt, ne, ich bin jetzt Level 59. Akt 4 ist bereits freigeschaltet. Ich hab da alles zerlegt mit Level 54. Ja, und wie gesagt, ich habe mir keine Guides irgendwie für mein Charakterbild oder sonst was. Ich bin da wirklich mit Bullshit Let's Go reingegangen und habe da alles zerlegt, was da wirklich existierte. Und weil das alles so ein bisschen vereinfacht worden ist, habe ich auch das Gefühl, dass ich mehr Spaß daran habe, Sachen auszuprobieren. Normalerweise war ich alle Season ganz stumpf. Ich habe hier meine Schreidinger. Ich habe ansonsten dann noch die drei Standardschreie und dann halt die Ulti gehabt. Und dann let's fucking go mit Wirbelwind. Bin da auf Verwundbar-Crit gegangen. Jetzt habe ich aber zum Beispiel mal mit Blutspieß angefangen. Das macht einfach so viel Spaß mit den Kombinationen, weil alles so viel Schaden macht. Wir müssen nicht mehr auf Items achten, die richtigen Affixe haben. Es ist alles standardisiert worden. Und selbst die Dinge, die so ein bisschen spezifischer sind, wie zum Beispiel das mit den Hiebwaffen, dass ich irgendwie mehr Schaden mit Wirbelwind oder sonst irgendwie etwas mache. Durch das Härten kann ich da sehr gezielt an die ganze Sache rangehen, was doch sehr, sehr cool ist. Ja, es gibt noch ein paar Mechaniken, die mir natürlich dann noch
unbekannt sind. Ne? Ich habe noch nicht einen Pit gemacht. Ich habe hier diese Sache, also die hier mit Akt 4 nachher kommt, für Level 100er. Aber das ist, glaube ich, der Pit, was ich glaube, was neu ist, ist hier der Rift. Aber das habe ich halt, wie gesagt, jetzt auch noch nicht gemacht. Ne? Ja, einfach, ich drücke 1 und alles stirbt. Und das sieht halt auch bei Mobs, die 20 Level über mir sind, nicht wirklich anders aus. Ich habe in Akt 3 ein paar Bosse gemacht, die auch 10 bis 20 Level über mir waren. Absolut kein Problem gehabt. Es ist jetzt natürlich interessant, wie das nachher bei Akt 4 aussieht, wie es bei Überbosse aussieht. Aber ja, es ist grundsätzlich alles vereinfacht worden. Und meiner Meinung nach ist das was sehr Gutes, weil ich kann reinspringen ins Spiel, ich hau alles um und hab meinen Spaß dabei. Ne? Die einzige Negativänderung, die ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass mir halt echt Gold knapp wird. Aber das ist wirklich kein Problem. Da mache ich hier meine Whispering Tree Sache. Das heißt, in meinem Fall, ich mache 2 Dungeons, die rot sind. Und da kriege ich auch Millionen an Gold wieder raus. Und das kann ich auch erstmal wieder verpulvern. Ich kann mir vorstellen, wenn ich in Akt 4 bin und höher am Level ist, wird das noch mehr Gold sein. Ich werde wahrscheinlich auch noch mehr Gold brauchen. So ist das nicht. Aber ja, das ist, wie gesagt, die eine negative Sache, die mir aufgefallen ist. Und das ist halt, yo, ich brauche dann 10 Minuten, um das zu beheben. Ja, ansonsten Urbosse, das kommt noch. Mastercrafting kommt noch. Pit kommt noch. Momentan kann ich sagen, weil es ist natürlich eine Season, die sich innerhalb der Season grundsätzlich nur auf das Basiskonzept des Spiels mit dem Itemization sich darauf konzentriert, darauf fokussiert ist. Ja, aber das, was sie gemacht haben, funktioniert. Und deswegen fühlt sich das Spiel generell runter an. Es hat jetzt nichts Krasses Neues, was diesen Mechaniken angeht. So im Sinne wie beispielsweise PoE. Aber ich bin ganz ehrlich, Season 4 braucht das nicht. Es hat durch die Neuerungen, durch Items, mit dem, was da ist, mit Pits, mit Rifts, wie Uniques anders funktionieren. Du kannst sie ja mittlerweile auch über Uniques craften. Eins kannst du garantiert craften, ne? Indem du hier diese Eisenwolf, also die Season-Belohnung, komplett einsackst, meines Wissens nach. Und dann musst du ein über Unique gedroppt bekommen. Und wenn dir das nicht gefällt, recycelst du das, bekommst dadurch einen Gegenstand und dann hast du 4 von etwas. Ich meine, das ist, lass mich nicht lügen, müsste das hier sein. Genau, wo du dir halt ein Über-Unique deiner Wahl halt direkt craften kannst. Ne? Und das soll wohl verhältnismäßig auch schnell passieren. Leveln geht so viel schneller. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie ich Leveln tatsächlich langfristig angehen möchte. Natürlich, Heldheit ist, macht so viel mehr XP. Aber ich glaube, es gibt so ein bisschen der Grad natürlich, dass du auch Nightmare Dungeons machen möchtest, zum Beispiel mit diesen 10 Level über dir XP-Benefits in Mind. Das würde ich jetzt halt in Akt 3 nicht mehr bekommen, in Helltide. Deswegen werde ich wahrscheinlich um Richtung Level 65, 70, ich werde es wahrscheinlich flexibel mal gucken, werde ich jetzt ein paar höhere Nightmare Dungeons spammen, einfach, dass ich diesen Levelsprung habe und dementsprechend auch mehr XP bekomme. Ich kann mich mal in die Stadt verpissen, damit ich nicht die ganze Zeit angegriffen werde. Ja, das ist das Leveln. Das Leveln geht wirklich super schnell. Und es geht noch schneller, soweit ich weiß. Also die Leute, die sich mit dem Level die ganzen Seasons davor rumgefuchst haben, sich Routen angeguckt, also wirklich effizient leveln wollen, die sind Level 100 gestern schon gewesen. Also die gefühlt 6 Stunden und die waren Level 100. Und ich glaube, da waren einige sogar auf Hardcore-Servern. Also das ist halt super trivial geworden. Und selbst ich, der den Season-Start verschlafen hat, ich bin Level 59, ich bin sofort Level Akt 4 reingekommen. Und der einzige Grund wirklich, warum ich nicht Akt 4 momentan weiter bespiele, ist halt,
dass ich die Ausrüstung noch nicht direkt anlegen kann. Ansonsten habe ich auch kein Problem, Akt 4 direkt weiterzuspielen. Das heißt, ich kann wirklich in die Endgame-Aktivitäten, wenn ich möchte, sofort reinspringen. Das ist halt nicht das Problem. Und ja, mir fällt gerade nichts weiter ein, was ich wirklich aktiv ansprechen könnte. Wie gesagt, es gibt noch Dinge, die ich halt noch nicht erlebt habe, weil da muss ich erstmal hinkommen. Vielleicht mache ich noch so ein, das habe ich glaube ich für Season 2 auch gemacht, so ein, mein Fazit mit Level 100, irgendwie so etwas. Aber ja, das ist mein Fazit jetzt nach 12 Stunden oder wie lange die Season jetzt draußen ist. Und runtergebrochen, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, was ich von verschiedenen anderen Spielern und auch Diablo-Kritiker mitbekommen habe, sind tatsächlich auch die großen Kritiker, die davor gesagt haben, die vor Bad Login PoE Dudes, dass die positiv überrascht sind. Man könnte natürlich jetzt sagen, so, ja, warum war das nicht mit einem Release? Warum war 1.0 nicht so? War halt nicht so. Jetzt ist es so. Es macht echt viel Spaß. Es ist grundlegend ein anderes Spiel. Also, wenn ihr davor Diablo 4 gespielt habt und da langfristig keinen Reiz gesehen habt, empfehle ich tatsächlich, schaut mal mit Diablo 4 Season 4 jetzt nochmal rein. Und es macht Laune. Es macht Spaß. Und wie gesagt, ich mache mir keine Gedanken und fetz durch die Gegner rein, zerplatzen einfach, weil Diablo 4 auch noch so ein schönes Spiel ist, also rein optisch, und die Gegner wirklich auch so ein schönes Schadenmodell bekommen, indem sie halt in mehrere Stücke zerrissen werden, wenn ich da durchfege. Es macht einfach Laune, da durchzujagen, weil alles zerplatzt, du siehst deine Damage-Zahlen, alles stirbt sofort oder relativ schnell. Und dabei fliegen die ganzen Models halt in 1000 Stücke, in blutige Fetzen. Und mir persönlich ist es ein Teil des Spaßes. Und das macht Diablo 4 momentan sehr, sehr gut. Könnte es mehr sein? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Ich bin nicht so deep und auch nicht so streng, was RPGs angeht. Ich bin da sehr einfach zu pleasen. Wahrscheinlich aber auch einfach, weil ich sehr wenig Erfahrung, was RPGs angeht. Aber wir werden wahrscheinlich unverkennbar jetzt eine Basis haben, worauf Diablo 4 aufbauen kann, dass die kommenden Seasons immer besser werden und bei der man dann auch optimistisch sein kann, wenn dann halt, ich weiß nicht, kommt das dieses Jahr noch oder kommt das nächstes Jahr, das Add-on, das erste Diablo 4 Add-on rauskommt, ne? Dass es halt gut auf dieser Basis aufbauen kann. Und ja, hoffentlich dann keine Backup-Situation mehr haben, was Diablo 4 angeht, ne? Dass D4 Bad, dass diese ganzen Memes jetzt wirklich der Vergangenheit angehören. Wobei, es gibt auch diese Leute, die das sagen und das zu WoW. Und WoW ist wahrscheinlich momentan im besten Stand seit immer. aber ja, ich denke mal, der allgemeine Konsens wird sich jetzt bei Diablo 4 deutlich verbessert haben. Und das ist jetzt auch nur meine naive kleine Meinung, die sich halt nicht wirklich viel damit befasst hat. Ich habe ja jetzt nur darüber geredet, was ich erlebt habe. Aber es hat sich ja auch viel in anderen Sachen verbessert. Also von Quality of Life Sachen zu tatsächlichen Balance-Änderungen, wie beispielsweise, kurz angesprochen, weil das halt die zwei Sachen sind, oder die eine Sache, die zwei Klassen betrifft, die ich halt weiß, Minions, ne, Necromancer und Druiden-Minions, die deutlich mehr Schaden machen, deutlich mehr aushalten, weil sie halt mit deinem Gil jetzt auch skalieren. Man wird so viele Druiden auch, aber Necromancer sehen, die mit Minions spielen. Ich sehe die ganze Zeit Necromancer mit ihren Minions, die wirklich da super, super, mit super, super vielen Minions rumlaufen. Also die probieren es zumindest alle aus. Und dass sie in dem Level damit weitermachen, ist für mich, glaube ich, so ein Zeichen, dass die Leute Bock darauf haben. Und ja, es scheint overall eigentlich nur Pluspunkte zu farmen, die Season. Ich wüsste jetzt nichts, ehrlich gesagt, was negativ wäre.
Vielleicht kommt da noch etwas. Vielleicht könnten erfahrenere Spieler was dazu sagen, aber ich denke mal, das war es jetzt tatsächlich. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein zweites Video machen, wenn ich dann Level 100 erreicht habe und auch die anderen Mechaniken noch gesehen habe, die mir dann noch fehlen. Und ja, ansonsten sagt mir nur zu sagen, ich werde wahrscheinlich die Tage ein bisschen Diablo 4 immer wieder streamen, deswegen guckt mal hier auf den YouTube-Channel, ansonsten mal auf Twitch, weil beides, weil Multistreaming. Ansonsten kommt ihr im Discord vorbei, folgt mir auf Twitter, lasst ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich. Und ja, mach dann mal mit meiner Morgenroutine weiter, versuche ein bisschen wacher zu werden und natürlich noch ein paar Level zu machen. Ansonsten letzte Sache, die mir gerade noch einfällt, weil es hier gerade schön am Aufblinken ist. War eigentlich, sollte ich das vielleicht nicht erwähnen, weil ich es nicht genauer sagen kann. Nämlich, es gibt irgendeine Änderung bei den Glyphen. Irgendwas soll da auch vereinfacht worden sein. Aber ich habe gerade vergessen, was es ist. Ich glaube, du musst nicht mehr so krass Glyphen leveln. Irgendwas wurde da deutlich vereinfacht oder man bekommt mehr Glyphen XP. Irgendwie so etwas. Irgendwie etwas in dieser Richtung war da. Deswegen, Glyphen ist auch einfacher geworden für die Spieler. Da gab es auch ein Quality of Life. Deswegen, erfreut euch. Und ja, jetzt verabschiede ich mich wirklich. Bis dahin, euer Clay. Bye, bye. Ciao.